Gehst du in die Stadt, was macht dich dann satt? Ne Currywurst. Keine Sorge, ich will diesen beliebten Song nicht weiter verhunzen. Die Currywurst selber, wer kennt und liebt sie nicht? Zu verdanken haben wir sie Hertha Heuwer. Diese hat nämlich ab Mitte August 1949, also schon ein ganzes Weilchen her, in Berlin, in der Kant, Ecke Kaiser-Friedrich-Straße, einen Kiosk betrieben und dort wohl am 4. September die Spezial-Curry-Bratwurst aus der Taufe gehoben. Und diese ist nun annähernd weltweit als Currywurst bekannt. Und heute bereiten wir nach dem Originalrezept die wirklich sehr, sehr köstliche Soße dazu. Wir brauchen dafür angewürzten Pfeffer, Salz und Curry. Wir brauchen Ketchup, nach Möglichkeit ein relativ geschmacksneutrales, also kein Gewürz oder besonders scharfes Ketchup. Wir brauchen eine Zwiebel, Limettensaft, Mustersoße, etwas Öl und ein bisschen Apfelmus und ganz wichtig Cola. Vorzubereiten gibt es nicht viel, nur die Zwiebel muss geschält und sehr fein geschnitten werden. Und dann geben wir ca. einen Esslöffel Öl, am besten Rapsöl, in eine Pfanne, erhitzen es, geben dann die Zwiebelstücke hinein und braten diese unter gelegentlichen Rühren glasig an. Sind sie dann glasig, gießen wir nun die Cola mit in die Pfanne. Ablöschen also damit und dann bei hoher Temperatur einkochen lassen. Ist die Flüssigkeit dann auf ungefähr die Hälfte reduziert, ergänzen wir nun mit der Mustersoße und zwar 2 Esslöffel davon. Wir geben das Apfelmus mit dazu. Und wir gießen den Limettensaft mit in die Pfanne. Alles umrühren und für ca. 5 Minuten köcheln lassen. Und danach kommt jetzt auch das Ketchup mit in die Pfanne. Dieses gründlich einrühren, das dauert ein Momentchen. Und anschließend würzen wir nun mit Curry. Und je mehr Currypulver wir dazugeben, desto intensiver wird logischerweise der Currygeschmack. Also kostet vielleicht auch mal zwischendurch. Currypulver einrühren. Und zum Schluss wird noch abgeschmeckt, und zwar mit Pfeffer und mit Salz. Die Gewürze wieder einrühren, ganz kurz nochmal köcheln lassen und dann ist diese leckere Soße fertig und wir nehmen sie vom Herd. Parallel dazu sollten wir uns natürlich auch die Würste braten, ohne die geht's ja nicht. Und ob ihr da nun größere oder kleinere, dünnere oder dickere verwendet, das entscheidet ganz nach eurem Geschmack. Wichtig ist, dass ihr sie rundherum schön anbratet. Und dann wird serviert, vielleicht noch mit ein bisschen Brot dazu. Gebt zur Wurst reichlich von dieser köstlichen Soße, die spielt ja heute die Hauptrolle. Streut gerne auch noch ein bisschen Curry darüber. Und dann lasst euch dieses legendäre Fastfood schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber einen Burger essen möchtet oder doch eher etwas Süßes, vielleicht ein Stück Pflaumenkuchen, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.